Moin, ihr Knoppersbieger! Wie geht's? Moin! Hallo! So. Priest hat immer noch seinen fizzling Villager-Skin und ich habe das Gefühl, dass hier so ein paar Villager rumlaufen. Das ist aber dem Minecraft-Server geschuldet, weil man ja so fix seine Dinger da nicht. Das ist so unfair. Das ist so unfair. Hey, ja, sagt der mit dem Diamantschwert. Stell mir vor, es wäre ein Eisenschwert gewesen, ja? Dann wäre das das ganz anders aus. Das mag ich ja noch nicht mehr abstreiten, letzte Runde. Hier sieht alles aus wie von der Feuerwehr, weißt du? Also ja. Letzte Runde, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht gewonnen hätte, wenn ich kein Diamantschwert gehabt hätte. Ich habe das aus deiner Sicht noch nicht gesehen, aber... Aber das hatte ich ziemlich schnell und dann war mir sicher, ja... Hat der Priest eh keine Chance. Naja. Also mal gucken hier, was hier jetzt Phase ist. Ja. Neue Map, ist wieder eine runtergeladene Map, keine Map von euch, weil... Warum kriegen wir keine Maps von euch? Leute, jetzt ehrlich, macht! Ich glaube, das ist so ein Copyright-Schutz. Die Leute wollen wahrscheinlich nicht, dass wir die geilen Gebäude von denen kaputt machen, benutzen und oder beides. Ich benutze hier alles. Er benutzt sowas von Hahn. Ja. So, Priest, wolltest du mich jetzt nochmal in so ein Fernkampfduell reinzwängen oder wie sieht's aus? Ja, also beides. Eigentlich mir ist das egal, weil ich habe meine Villager-Homies hier jetzt. Homies, das kam ja letztens auch bei den Simpsons, da haben wir auch wieder so weggeschmissen. Das ist eine neue Frage. Nee, bei irgendeiner alten, ich weiß gar nicht mehr, wie das da war. Wie war das denn? Irgendwie, wo Marge doch da. Da haben die irgendwie eine Haushälterin und dann irgendwie bla 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 und dann sagte sie irgendwie, aber nicht meinen Homie anfassen. Und dann schreibt die Tante sich das auf, nicht den Homie anfassen. Achso, so herrlich. Also. Muss man gesehen haben, aber es war halt so geil. Ja. Nicht den Homie anfassen. Natürlich nicht. Sieht so geil aus, Homer dann Homie zu machen. Ja. Gibt dem Ganzen ja eine ganz andere Bedeutung. Da habe ich auch noch nie so drüber nachgedacht, ne? Ja, das kam mir so in diesem Kontext, ist mir das erstmal also so direkt der aufgefallen. Homie. Nicht den Homie anfassen. Homie! Ja, man kann seinen Penis auch so nennen, ne? Ja. Ja, also wenn man will. Ich weiß nicht, also gibt es wirklich Leute, die, weiß ich nicht, ihren Penis so benennen? Also nicht so, aber überhaupt benennen? Priest. Ja. Bleib mal kurz stehen. Nein. Warum? Alter, wenn das jetzt so eine ganz fiese Aktion ist, dann werde ich... Alter. Aber mich vorher noch drauf ansprechen, ne? Och, guck mal, ich muss ihn jetzt... Ich hatte kein Feuerzeug, ehrlich. Priest ohne Feuerzeug spiele ich dieses Spiel nicht mit dir. Ist klar. Leute, ich hab's aufgenommen. Ihr könnt es sehen. Feuer. Ja, ich habe mir jetzt nochmal God-Mode gecheatet hier, ne? Jetzt habe ich erstmal schön diesen Zollblick, den Flughafen-Zollbeamter-Blick. Ist klar, okay. Ist klar. Der hat 500 Gramm Marihuana Selbstbedarf. Ist klar. Eigenbedarf, ja, ist klar. Wo ich mal beim Zoll war und dann habe ich gesagt, hat er mich gefragt, ja, haben Sie denn Warenhandel mit diesen Dingern? Da habe ich mir irgendwie war das ein Kissen für meine Ex-Freundin dann aus dem Internet? Genau, auf einem Eins, ne? Eins. Dann fragt er mich, ja, es sei denn, sie handeln mit den Dingern? Da habe ich gesagt, ja, nee, nicht wirklich. Ja. Nicht wirklich oder nein? Hat er noch gefragt. Da habe ich gesagt, nein. Ja. Also, der versteht so viel Witze wie so ein... Ja. Ich finde das auch ganz schlimm, also ich meine, dass sie fragen müssen vielleicht, das ist ja auch in Ordnung, aber dann sollen die doch nicht so oberkandidelt da tun und wunder, wer sie da sind und mein Gott, nimm's doch, bleib doch einfach mal locker. Ja, wie ich neulich vom Zoll abgeholt habe und die haben mir nochmal eine Pauschale auf den Versand, fürs Versandgeld und nicht für den Warenwert gegeben. Wie viel? Ja, ein bisschen. 5 Euro waren das schon. Ja, und geil. Da wurde ich schon ein bisschen stinkig. Ich habe gefragt, ja, das ist ja, ich habe ja das Porto ja nicht gekauft. Das ist ja im Prinzip, das hat ja keinen realen Gegenwert, ne? Ja, genau. Das ist eine Dienstleistung eigentlich, müsste man denen das ja. Hier ist mir zu dunkel. Der hat nur die Konsole auf, ne? Wer weiß, was der sich da mal zuschnüßt hat, was ihr alle auch nicht seht. Ich sehe das schon kommen. Ich sehe das schon. Ihr seht das. Zock.
auf einmal im Inventar ist dann wieder ein Diamantschwert, da ist dann wieder ein verzauberter Bogen, ein zweiter mein, hat er weggecheatet in sein Inventar. All solche Dinge da. All solche Spirenzchen. Was sind die wieder so groß, die Map hier? Alter, wie das ist. Ich kriege dich. Priest, wo bist du? Unten. Ich bin jedenfalls nicht oben irgendwo. Ich auch. Nicht. Ja, ich guck nämlich immer schon in die Luft. Hans, guck. Wir müssen übrigens mal Matty vs. Priest Black Hawk Down machen. Ja. Wow! Mach keinen Scheiß. Oder mach einen Scheiß. Hab ich mich jetzt erschrocken. Bin nicht ich immer der Idiot, der da runterfällt oder sich in die Luft... Ding, 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 ding. Oh mein Hals, der ist ganz heiser von dieser ganzen Schreiaktion von gerade, wie ich da so aufgeregt habe. Aber ohne Grund. Du hättest doch von vornherein aus sagen können, ja, tut mir leid, ich bin nicht würdig. Ich bin nicht würdig. Rumschnacken ist hier hoch. Ja, du warst auch nicht würdig, du hast ja verloren. Was? Oh! Scheißhuhn! Hast du dich erschrocken? Ich laufe hier um so ein Gebäude lang, auf einmal dann sehe ich nur von der Seite, wie es auch mal hochspringt und rumflattert. Und dachtest, ich wäre das? Ja, irgendwas von dir zumindest. Ich war das nicht! Oh, das ganz ist im Ernst. Gruselig hier, ne? Ja, die ist vor allem. Also das Dunkle ist, das gefällt mir eigentlich, weil so ein bisschen anderes Farmer-Feeling, Mann. Aber ich weiß halt riesig nicht. Wieder, ne? Ja, ja. Aber gut. Deswegen, ich mag's auch lieber, wenn wir so kleine Maps haben, um uns mal eben auf die Fresse hauen und dann war's das. Da bin ich ja auch gut drin. Ja, ist Priest besser, das habt ihr schon gemerkt, ne? In so kleinen mal eben auf die Fresse hauen Maps, da gewinnt er meistens. Das war jetzt eigentlich nur so da rausgehauen. Ich kann es ehrlich gesagt gar nicht. Ehrlich. Jetzt hier lang. Es gibt ja Leute, die machen so eine Maddie vs. Priest-Statistik. Vorfall zum Beispiel, der kann das ja eben mal machen. Der arme Junge, der muss immer arbeiten für uns. Ja, wo arbeitet denn eigentlich? Ich weiß es nicht. Hat er nie gesagt, ne? Der arbeitet bei der MVP GmbH und Co. KG. Ja. So, was ist das hier? Und da muss er dann rallen, aber. Eigentlich, ich mach das mal. Jetzt war das wieder. Das war jetzt wie du dann einfach mal einen halben Samenguss kriegst, wenn du da irgendwie Samen machst. Das machst du. Glaubst du, ey, ich hab wieder Schiss gehabt, dass ich jetzt hier wieder draufgehe. Und dann kann ich mir wieder das Gelache an. Also. Ja, übrigens bist du in der letzten Map zweimal gestorben, ne? Also, da hab ich ja eigentlich schon zweimal gewonnen jetzt wieder, ne? Ich probier mal was. Oh Mann, das war eigentlich keine gute Idee, weil. Ihr sagt das doch nicht, das können die Leute eh nicht sehen. Noch vielleicht nicht. Gleich. Aber ich kann dir auch gleich sagen, wenn du mich jetzt fletschst, das war eine ganz bescheuerte Idee. Ich weiß doch noch nicht mal, wo du bist. Hier ist alles dunkel. Ich hab Durst. Ich hab Durst, sagt er. Alter, was ist das für eine Scheiße? Ich hab wieder Mist gebaut. Du hast nicht genug Mist gebaut. Priest, ich will das jetzt nicht mehr. Was hast du gemacht? Ich erzähl's, wenn's vorbei ist. Ich hab echt keine Ahnung, wie ich hier rauskommen soll. Was ist denn das hier wieder für ein Unsinn? Da muss man nicht. Du musst dann seine eigene Spitzhacke mitnehmen, damit man hier. Mann. Oh. Also. Ich bin gerade mit der Bahn gefahren. Oh. Und was meinst du, glaubst du nicht, wie das geleckt hat? Ich bin durch Häuser gefahren, ich stand auf Dächer, ich hab alles gemacht. Frisch aus dem Krankenhaus. Ja, so ungefähr. Und naja. Ich glaube, ich hätte es so ein bisschen gelacht, wenn ich gesehen hätte, dass du da rumgefahren bist. Ich hätte vor allem geschrien bis zum am Spieß, wenn du da irgendwie TNT auf einmal verbaut hättest an der Seite und auf einmal geht das los, wenn ich da vorbeifahre. Weil ich jetzt das vor allem gar nicht mitgekriegt. Das ist aber auch alles sehr unsicher gemacht hier, ne? Aber mich hier, das Samenerguss ist zu verdächtig. Oh. Ja, selber hier am. Das ist schon mein fünfter hier heute Abend. Jetzt regnet das auch noch, ich dreh durch. Wetter. Bam, 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 bam. Wetter, kein Regen. Ja, Mann.
funktioniert nicht. Ich hab Schnee jetzt. Echt? Ja. Oh. Geht das so oder was? Ich sehe gar nichts mehr. Nee, ehrlich, ich bin blind. Wo hast du. Wie, hast du überhaupt das Minecart her? Das war in einer Truhe. Ach so. Die verteilen hier aber nichts. Ja, aber es war hier in einer Truhe. Zack, Minecart. Ja, ja, das war da gar nicht. Minecart? Minecart. Moin. Yeah. Ich wollte gerade langlaufen und auf einmal sehe ich, aha, keine gute Idee. Das ist jetzt immer so eine... Wer baut hier sowas? Nee, ehrlich, das ist nicht cool. Wir brauchen mehr TNT und mehr Glühwein. Glühwein brauchen wir! Okay, Leute. Shoutouts an Glühwein, sofort. I need this, immediately. Oh, geil. Priest. Wo bist du? Ja, wehe, du hast jetzt wieder so einen Scheiß gefunden. Ich hab nichts gesagt, du hast auf einmal aufgehört zu reden. Mach mich doch nicht nervös hier wieder. Leute, das mögt ihr euch wahrscheinlich jetzt gerade nicht so wirklich vorstellen, aber das hier, was wir zusammen immer aufnehmen, das ist harter Psychoterror. Naja, vor allem, du kannst jede Sekunde neben oder hinter mir stehen. Ja. Und vor allem, ich kann das gleich über dir. Vielleicht stehe ich ja gar nicht hinter dir, sondern Manuel. Vielleicht bist du ja auch Mann. Alter, irgendwann, also das war... Manuel Neuer... Das ist aber gut, das kann man sagen, also es geht mir noch nicht auf den Sack. Noch ja, nicht. Aber du weißt auf jeden Fall, dass das immer irgendwie kommt, also ja. Egal, ob du dir irgendein, ja, irgendwas halt durchliest auf Verspottet oder was ist ich weiß nicht, ob viele Leute, ich meine, das ist ja jetzt nicht so ein regionales Ding, aber das gibt es in manchen Städten ja einfach auch gar nicht irgendwie. Sagt dir aber was, ne? Ja, natürlich. Wir haben das für die Ruhr-Uni, haben wir das auch. Ja, aber hier für unsere Heimatstadt, das ist jetzt seit 2 Tagen neu aufgelegt irgendwie. Das möchte ich wissen, das musst du mir gleich mal schicken, das ist geil. Ja, aber das war mal geil, weil da hat jeder über... Also, da war richtig Action. Aber ich jetzt verspotte die Dicke mit der gelben Jacke, die in der 1. Hauptbahnhof gefahren ist. Ja. Aber die hat da jeder verspottet. Ich meine, die kennt man da. Die kennt man. Wie die mal mein Vater angepumpt hat um Geld und er hat gesagt, ja, wenn sie Geld wollen, ne, ich habe eine Arbeit für sie. Der hatte wirklich noch, da waren die bei seiner Firma und die haben nur noch solche Leute gesucht. Und ja. Dann sagt sie, nee. Das, also ich hätte ja irgendwie ein bisschen Schiss, die Leute da so anzulabern, weil ich denke, die drehen dann so durch wie die Katzenlady bei, ja, bei den Simpsons. Aber du kennst ja meinen Vater, der kennt ja doch nichts. Ja, aber irgendwie hätte ich Schiss, dass die dann auf einmal auf mich, dass sie mich anspringen. Mich anhusten. Ebola, Vogelgrippe und all so ein Mist. Die hat alles. Ja. Vogelgrippe gibt's ja wieder. Ist ja, ja jetzt ja neu. Aber das ist nicht übertragbar. Deswegen, das muss auch jemand mal verstehen. Es ist nicht für Menschen übertragbar, deswegen müssen jetzt alle Tiere, die es da gibt, die werden kaputt gemacht und gar nicht mehr. Auch nicht verkauft. Ja. Ich sag, gib her! Komm nicht her. Ja, wenn man das essen kann, ich meine, warum nicht? Ja, nee, also. Das ist doch verschwendetes Geld. Ich sag, gib her! Priest, wo bist du? Moin. Bossi, moin. Was? Ich hätte jetzt voll Lust auf Sangria. Wir haben ja jetzt wieder die Theorie ausgebreitet, dass Glühwein und Sangria im Prinzip das gleiche sind, nur dann eben warm oder kalt. Ja. Und jeweils dann serviert werden, wenn es draußen warm oder kalt ist. Das ist doch mal der Hit, oder? Also es ist... Ich glaube, ich mache das mal dieses Jahr. Ich kaufe mir eine Flasche Glühwein und warte dann nächstes Jahr so lange, bis es wieder Sangria gibt.
Ja. Und dann mache ich mal zwei Gläser voll und mache Geschmacksprobe. Mal gucken, wie weit das sich unterscheidet. Ich mache das, ja. Mit Fotos, ich mache eine Strecke. Wie das damals bei uns in der Orientierungsstufe. Hinter der Tür. Oh, jetzt. Was? Einfach immer mal so alle zwei Minuten mal so eine Phrase raushauen, damit du immer noch auf Action bleibst. Ja, ich wollte gerade erzählen, dass wir das so machen sollen, ja, in der 5. und 6. Klasse, weil... Ich wollte dir doch nur ein bisschen Angst machen. Hat nicht geklappt. Ah. Nein, hat überhaupt nicht geklappt. Ich laufe gerade durch eine Tür und du sagst, guck hinter der Tür. Nö. Ich bin total cool. Ich weiß. Aber zumindest ist das Haus jetzt kaputt. Das sieht so ein bisschen nach industrielle Revolution aus hier. Aber es ist schon Häuserkampf, was wir hier machen, ne? Ja, irgendwie schon, weil... Weil... Häuserkampf, weiß, das ist auch so ein Wort, was die ganze Bundeswehr sich ausgedacht hat. Häuserkampf. Als wenn so zwei Häuser sich so ein Schwert nehmen würden. Ja, genau. Dachziegel sind in Rot besser. Häuserrassismus gibt's da. Wo bist du jetzt? Du hattest mich gerade gesehen. Nein, ich habe dich auf der ganzen Map wirklich noch nicht gesehen. Das ist das Problem. Komm raus! Komm raus! Wo immer du bist! Ist das hier Venedig oder ist das einfach nur doof? Keine Ahnung, was das sein soll. Also von... Das sieht schon gut... Ja, komm, laber keine. Das sieht gut aus, kann man machen. Ich wünsche dir... Also ich guck jetzt einfach, wo du bist. Ich hoffe, du machst nicht das Gleiche, weil... Ja, dynamische Karte, Maddie vs. Priest Server, ne? Ja, weiß ich wohl. Ja, genau. Alter, weh, du hast einen zweiten Bildschirm noch offen. Wenn ich das einmal rauskriege. Das einmal rauskriege. Ja, ich glaube, da kann ich meine Zähne aufsammeln. Was machst du? Da kannst du gleich schon beim Proktologen-Termin vereinbaren, das sag ich dir, ey. Einmal die Hafenrundfahrt. Ich habe sogar noch einen Gutschein für Hamburger Hafenrundfahrt. Ich wollte den eigentlich mal anlösen, aber im Proktologen. Wer macht das denn, Olivia Jones dann, oder ja, was? Natürlich. Einmal Boxe runter und dann gucken wir mal, ob Prostata ja, genau. In Ordnung ist. Nein! Was geht da ab? Was geht da ab? Bist du tot? Also, ne, das wäre ja was, aber ich meine, du. Nee, bist ehrlich! Was ist da los? Was ist hier gerade passiert? Was war denn? Priest, hast du mich gerade abgeschossen? Ich hab nichts gemacht! Ich suche dich ja gerade, sonst hätte ich ja, würde ich ja nicht so blöd rumlabern hier. Bin da ich schon wieder voll zitterig. Warte mal, bin ich in meinen eigenen Pfeil gelaufen? Leute, wisst ihr das? Kann man das machen? Ja, wenn du nach oben schießt und dann komm wieder runter. Bist denn du? Priest? Nee, jetzt ehrlich, warst du das? Ich habe nichts gemacht, sonst hätte ich dich ja nochmal. Du kennst mich doch jetzt mittlerweile, wie ich abgehe, wenn es hart auf hart kommt. Da hättest du jetzt eher die Schnauze gehalten. Ich dachte, was hat er denn jetzt so schreien, ey? Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich hab den Fry, das war bestimmt Fry. Das muss Fry gewesen sein. Ernsthaft, wo bist du? Ich bin jetzt hier am zentralen Platz vielmehr. Da gibt's einen zentralen Platz bei diesem Kabuff hier? Ja, naja, zumindest da, wo halt so mit große Gebäude sind. Das ist hier überall. Naja, aber gibt da auch kleinere Gebäude. Da bin ich halt nicht. Betty, das kannst du nicht machen, das ist voll ekelhaft. Voll ekelig. Nee, Leute, wenn ihr wisst, was ich gemacht habe, schreibt mir das bitte. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Ich werde das analysieren, wenn es hochkommt. Wenn es hochgeladen wird. Ja, bei mir kommt ja gleich auch einiges hoch. Will ich einen saftigen Text dazu schreiben? Hier kommt hier ein Mock hoch. Ja, Chris voll den Brech rein. Ich schlüch nicht. Meine Freunde wissen Bescheid. Was hat denn meine Freunde oder meine. Ja, seine Freunde. Als wenn der mehr als einen kennen würde. Drevinia.
Wir haben schon echt einen Schaden, oder? Oh yeah. Natürlich haben wir echt einen Schaden, aber ist gut. Junge, beweg dich doch mal. Ich bewege mich die ganze Zeit. Jetzt bin ich im Knast hier. Da hinten ist er, da hinten ist er. Wie er die Treppe runterläuft. Wie er die Treppe runterläuft. Und was mache ich jetzt? Jetzt sehe ich dich nicht mehr. Heiligen bestimmt. Drevinia. Wir haben Rallen hier. Jetzt steht er da und guckt wie so ein Mongo. Entschuldigung für... Jetzt lauf mal! Oh, jetzt ist er weg. Guck ihn dir an, guck ihn dir an. Alter, du glaubst gar nicht hier. Meine Nasenspitze berührt schon den Bildschirm. Ja, sonst kann man das ja auch nicht sehen, was du da versuchst. Jetzt latscht er da, jetzt ist er runtergefallen. Was denn? Alter, warte. Guck ihn dir an, guck ihn dir an. Da läuft er die Treppen runter. Am Brunnen vorbei oder was das sein soll. Jetzt wieder, jetzt springt er gleich. Jetzt guckt er, ist ihm zu hoch, wa? Ist ihm zu hoch, jetzt geht er weiter. Jetzt da und jetzt, oh, hier ist er gesprungen. Auf Holz. Dreimal auf Holz geklopft. Ich hab dich da oben gesehen, jetzt hör auf mit der Scheiße. Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie da die Pfeile runterfliegen, ey. Das gibt's. Ich seh das ja mal. Oh Gott. Oh nee. Jetzt hast du ein leichtes Spiel. Nein, Priest. Das ist feige. Aber du triffst eh nicht. Weil du eine Lusche bist. Alter, wie er hier aber auch. Wie du eine Lusche bist. Ah! Bam! In your Anus. Moin. Ah, jetzt bleib mal stehen. Oh, oh, fast. Gut gemacht. Hab ich sogar einkassiert den. Das hat für mich eh keinen Sinn. Ich will's noch einmal klingeln hören. Klingeln und jetzt bing. Oh, gut bing. Gemacht. Ich hab's klingeln gehört. Priest, wenn ich dich hier erwische, ne, dann ist das Armutszeugnis schlechthin von dir. Das kannst du nicht machen. Jetzt läuft er da lang, ey. Kann doch nicht wahr sein. Jetzt läuft er wieder weg. Das ist unmöglich. Bang! Ah. In your bang! To the window! Was du einfach für eine feige Sau bist. Ja, Kirchturmkandidat, Junge. Ja, ja, versuch's. Versuch. Kirchturmkandidat, ja, da wieder fügt sich selber Schaden zu. Ach, verdammt. Oh, ich muss ein bisschen haushalten mit meinem. Und? Okay. Ja, läuft bei dir, würde ich sagen, ne? Oh, hör auf, ey, mit diesem Spruch. Ja, Jugendwort in Anführungszeichen des Jahres, ey, Jugendwort. Ja. Leute, das ist noch nicht mal eine Phrase, das ist ein Satz. Dann gibt's die nächsten 2 Jahre eben keins mehr, okay. Übrigens ist Jugendwort 2014 ja auch Rallen. Kannst du sagen, was du willst. Ich riech mir gerade nicht auf. Aber das ist nicht normal. Sei mir nicht böse. Von wo schießt du denn jetzt? Irgendwo, wo du es besser kannst. Ne, aus dem Fenster, genau. Wo ist es besser kann? Ich habe hier ein Loch eingegraben, Mann. Heul doch. So ein Sack, ey. Trifft der hier auch noch? Ja, natürlich treffe ich das noch. Was denkst du denn? Komm raus da, Schweinehund. Wieder so mal eben nur ohne
Ohne Drall dann ziehen, oder was? So, mal gucken, was wir jetzt machen hier in diesem Spiel. Ja, aufs Maul hauen. Hast du noch deine Schneebälle? Nee, leider nicht. Pinkelzwerg hier. Zwinkelperg. Zwinkelperg. Zwinkerberg. Ich habe mir übrigens jetzt mal The Monkey Fighter von Bloodsport, so ein Tribute, mir angeguckt. Oh, nein. Doch, doch. Der ist auch geil, wie er von diesem einen Chinesen da weggebasht wird. Richtig geil. Mit dem großen Dicken. Ja, ja. Ich find's einfach nur so gut, wie dieser eine, was war das für ein Stil, gegen den er da gekämpft hat, wo er gewonnen hat? Wer jetzt genau? Welcher? Ja, der Affe, der Monkey Fighter bei Bloodsport 1 war das, ne? Ja, ich weiß nicht, was das für ein Stil... Also, da hat man wirklich gesehen, wie der den gewinnen lassen hat. Also so, richtig. Ja. Das habe ich der Kerze gezeigt, da hat sie gedacht, was ist hier denn los? Was ist das denn für einer? Das ist doch gar nicht richtig kämpfen, hat sie, glaube ich, gedacht. Das war auch richtig so, das war ja auch nicht wirklich kämpfen, ja, was der gemacht hat. Psch. Wie er dann seine Tritte da gegen seinen Bauch gemacht hat und da ist einfach nichts passiert. Und er vor allem die andere nur. Hat nur gegrinst, als er den an dem Schwitzkasten hatte und dann wusste der Affe gleich, oh Gott, jetzt ist vorbei. Na, Priest, wo bist du denn? Immer noch da oben. Muss eine Strategie überlegen. Strategie? So nennen die coolen Kids das heutzutage also. Du bist schon ein Kirchturmkandidat, kann das sein? Auf jeden, aber ein ganz harter. Mhm. Jetzt habe ich Bock auf eine Pommes. Eine Pörris. Pommes? Pommes! Ich höre, wie du da klickst. Du kannst einfach mal nichts verheimlichen vor mir. Mich kotzt es gerade ein bisschen an, ehrlich gesagt. Ich habe gerade so ein bisschen Agro-Laune. Es kotzt mich gerade ganz übelst an. Wenn das jetzt, ja... Weißt du, weil ich immer aus diesem verdammten Boot hier rausfalle, ey. Das ist so ätzend. Was für ein Boot? Ach, da! Ah, das Boot ist jetzt weg. Ja, vor allem, da bin ich die ganze Zeit rausgefallen. Agro-Laune hast du? Ah, jetzt. Ach, so eine Runde jetzt. Das wird nicht so eine Runde. Das ist mir voll auf. Ich wollte gerade in das verfefte Boot einsteigen und auf einmal falle ich da die ganze Zeit raus. Ich konnte nicht in das Boot einsteigen. Du musst es gleich mal probieren, in ein Boot einsteigen. Oh, nu wieder. Ja, komm her. Lass doch kommen, lass doch kommen, ey. Mach platt, ey. Kabum! Patata, ey! Der Typ, ey! Oh, Graben um Garage! Voll Spiritus, ey! Wow! Wow! Oh, nee! Oh, nee! Nein! Scheiße! Oh nein, ey! Fuck! Das gibt's doch nicht! Oh, das war jetzt aber hart! Ich hab dich gesehen, ich hab gedacht, jetzt bist du tot. Oh Mann! Oh. Alter, das war. Ja, also wie gesagt, mich hat's gerade so aufgeregt. Ich bin da unten raus und dann wollte ich in das scheiß Boot einsteigen. Ich bin immer wieder rausgefallen. Immer wieder. Automatisch. Eingestiegen, rausgefallen. Scheiße. Meine. Und ich habe noch runtergelenkt. Ich wollte nicht auf den Stein aufkommen, aber dann der letzte Pixel, dann knack. Oh, bist du auf den Stein aufgekommen? Oh ja, gut, sonst hätte ich dich auch nicht. Und wenn
Also ich hatte nur noch 2 Herzen oder so, als ich da unten war. Ah, Mann. Ah. Das ist mal schön. Ja, da läuft. Kann ich heute Nacht gut schlafen. Oh. Ja, wie lange hast du schon nicht mehr gewonnen? Da hast du mal drin. Was? Also ist drin. Kann man mal machen. Und jetzt das sprengen wir das, oder wann? Ja, ich würde sagen, ne? So ein bisschen hier rumballern. Ah, das war jetzt, also. Aber das ist, ehrlich gesagt, das hört sich immer alles so. Wie gesagt, ich spiele ja nur mit dir. Ich spiele ja maximal einmal die Woche. Aber hat schon Spaß gemacht jetzt die Runde. Mindestens einmal die Woche. Und von daher, ich bin ja noch aus der Übung. Ach so. Der feine Herr. Wollen Sie mir etwa damit sagen, dass das noch steigerungsfähig ist, was du hier machst? Das ist alles noch steigerungsfähig. Ich würde selbst Notch würde ich in die Hölle bomben. Ja, der ist glaube ich auch selber nicht so gut, den interessiert er doch gar nicht mehr. Weiß nicht, der gibt bestimmt wie so hier Tipps und Tricks, wie keine Ahnung, Master, keine Ahnung, zweimal Spitzhacke, einmal Eisenschwert und dann zack, dann geht's los. Dann ist der Explosionsradius größer und du stirbst ja dann. Genau. Jo. Ah, herrlich. Aber das war jetzt, aber die Map, die ist halt riesengroß gewesen. Ja, und mal ich wieder. Ja, aber gut, was soll man machen? Geht ja nichts. Geht ja nichts. Machst du nichts dann. Oh. Feuerwerk! Feuerwerk! Oh. So, das war die unsinnige Sprengaktion zum Ende. Wir sehen uns dann nächste Woche. Mittwoch, wann? Mittwoch? Um? Mittwoch. Wie viel abends. Ja. 18 Uhr, keine Ahnung. So, Mittwoch 19 Uhr dann bis dann. Du bist so gut.